Am zweiten Spieltag wollen Hans-Peter Briegel und Co. ihre Tabellenführung verteidigen. Die erste Willensbekundung, Marke Hans-Günther Neues, endet an der Torbefestigungsstange. Beim VfB glänzt vor allem einer, Spielmacher Hansi Müller. Noch verhindert Ronny Hellström Schlimmeres. Halbzeitstand 0:0. 3 Minuten nach dem Wechsel bringt Volkerts Ecke Unheil über die Roten Teufel. Bernd Förster besorgt die 1:0-Führung. 20 Minuten vor Schluss kommt erneut alles Üble von links. Hermann Ohlicher versenkt Hansi Müllers Flanke sehenswert im FCK-Netz. Noch nicht das Ende der schwäbischen Unannehmlichkeiten. Schmieder stolpert im Laufduell mit Briegel. Schiri Hennig schreitet zum Strafstoßpunkt. Georg Volkert krönt seine starke Leistung mit dem 3. Schwabenstreich. 2 Minuten vorm Abpfiff will Hannes Bongartz eigentlich nur flanken. Er tut es auch und wird damit Schütze des Lauterer Ehrentreffers, bei dem VfB-Keeper Rohleder freilich nicht gut aussieht. Nach dem 1:3 rutscht der FCK auf Platz 6. Neuer Tabellenführer ist Titelverteidiger HSV.